Herzlich willkommen bei diesem Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Vasilia, ich grüße dich. Das ist zwar nicht dein Geburtshoroskop, sondern die Geburtshoroskop von deinem Sohn, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo er geboren ist, ist der Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Löwe ist sein Lagna oder Aszendent. Ich setze Löwe hier zum ersten Lebensbereich. Aszendent Löwe. Und das bedeutet, er ist ein Kind davon. Und die Löwe begleitet ihn von Geburt bis zu sein Lebensende. Beeinflusst sein Aussehen, beeinflusst sein Auftreten und beeinflusst seine Persönlichkeit. Und so wird auch wahrgenommen. Und jemand mit Löwe Aszendent wird auch wahrgenommen, weil steht im Mittelpunkt. Über Löwe herrscht die Sonne. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, genauso ist er die Zentrum, steht im Mittelpunkt. Und das entspricht seiner Persönlichkeit. Das ist auch sein königliches, majestätisches Recht, das zu vertreten. Im zweiten Lebensbereich ist die Werte. Und das bedeutet, alles, was wertvoll ist, sollen wir in Besitz nehmen. Es gelingt vielleicht nicht alles in Besitz nehmen, aber wir sollen uns bemühen. Und das sind nicht nur die Finanzen, sondern auch Ideen, Reichtum oder wertvolle Freundschaften oder die Liebe. Es sind auch Werte. Außerdem hier im zweiten Lebensbereich ist die Selbstwertgefühl und Wertschätzung. Und das hängt energetisch mit den Finanzen zusammen. Das heißt, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und dazu stehen. Und in diesem Bereich hat er Jungfrau. Jungfrau ist sehr bescheiden. Und so steht zum Finanzen. Und das kann auch gut sein. Jungfrau ist auch Erdeelement, hat mit Materie was zu tun. Aber Jungfrau neigt dazu, kritisch zu sein. Und wenn er Kritik bekommt oder er ist kritisch sich selbst gegenüber uns und sucht die Fehler an sich selbst, das schadet natürlich das Selbstwertgefühl. Und kommt dieser Löwe-Aszendent gar nicht in Geltung. Im dritten Lebensbereich ist die Schulzeit. Und das vermittelt, wie nimmt er das wahr? Das Wissen aneignen oder sein Wissen vermitteln. Außerdem, wie ist der Kontakt zu Geschwistern, zum anderen Kindern?
kann er sich behaupten, das ist dann eine gute Voraussetzung im Leben, weil das stärkt. Wenn hier Mangel besteht, dann zeigt später die Schule des Lebens, weil da sind dann die Prüfungen, sich zu behaupten gegen Konkurrenten. Später wird das der Bereich sein, auch der Austausch von Informationen, Medien, Schulungen, Seminaren, das Schule des Lebens und die Verbindung zum Verwandten. Hier hat er Waage. Waage liebt das Schöne und Waage möchte Harmonie, vertritt auch die Gerechtigkeit. Und so hat es erlebt in Schulzeit. Und möchte auch sich beliebt zu machen. Waage neigt aber dazu, für alle recht zu machen. Eben sich beliebt zu machen. Und manchmal entsteht dadurch ein gewisser Konflikt. Jetzt sind wir im vierten Lebensbereich, der tiefste Punkt des Horoskopes. Und das ist die Basis. Das ist die Fundament. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Baum, das ganze Horoskop. Und hier im vierten Lebensbereich ist der Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Traditionen, Herkunft und unserem Zuhause. Und alle Themenbereiche, was mit Immobilien, Inneneinrichtung was zu tun hat, gehört auch in diesem Lebensbereich, auch wenn er etwas gründet. Hier hat er Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und den Wasser halt zu bekommen gar nicht einfach. Wasser symbolisiert die Gefühle. Also er muss immer wieder mal auf seinen Gefühlen achten, weil das gibt ihm die inneren Stärke. Und Skorpion ist diese Macht, diese inneren Kraft, diese inneren Stärke. Skorpion symbolisiert die Kundalini-Energie. Und das haben wir auch im Körper und das ist mit Emotionen verbunden. Und das bedeutet, wir haben zwei Systeme. Grundverschiedenen Systemen. Das hat alles mit unseren Gefühlen was zu tun. Die eine System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Aggression, Wut, Eifersucht, Neid, Hass. Es sind negativen Gefühle. Neid und Hass ist zerstörerisch. Die anderen Gefühle wie Angst oder Wut oder Schuldgefühl, das kennen wir alle. Es ist nicht zerstörerisch, aber blockiert. Nur zum Verstehen, wenn wir Angst zulassen, bewegen wir uns in negativen Gefühlen, in diesem System und damit öffnen wir Pandoras Büchse und liefern wir aus, weil ein trojanisches Pferd kann immer kommen. Wichtig ist Verabschieden von negativen Gefühlen und Übergehen auf die positiven Gefühle. Das ist die andere System. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit, Mut, Vertrauen und Liebe. Und diese positiven Gefühle sind göttlich, hat eine göttliche Quelle. Und das ist schöpferisch. Und mit dieser schöpferischen Energie können wir unserem Leben kreativ, schöpferisch gestalten. Wir kennen beide Systeme, weil Angst haben wir alle. Und Angst loslassen und im Vertrauen übergehen, das zeigt diese Wandlung, die Skorpion. Und das ist diese Kundalini-Energie. Symbolisch ist es zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energiefeld nach unten, das sind die Ängste, und blockiert. Und die andere Schlange befreit davon und steigt die Energie,
nach oben wie Phönix aus der Asche. Und das ist diese Erneuerungsprozesse, was hier die Skorpion zeigt. Und das gibt ihm die innere Kraft und das ist die Halt in sein Leben, die Basis, die Fundament. Und er kehrt immer wieder zu diesem Quelle zurück. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Das sind auch mal seine Kinder oder Enkelkinder später, aber auch seine eigene Kindheit oder sein inneres Kind. Und hier lernen wir etwas. Wir lernen von Kindern etwas. Spielen. Etwas spielerisch betrachten. Es passt nicht zu jeder Situation. Aber manchmal ist es gut, wenn wir auch mal über uns selbst auch lachen können. In diesem Lebensbereich ist die schöpferische Kraft unserem Leben kreativ, schöpferisch gestalten. Meine Vorstellung ist, das ist wie ein Theater. Und wir wählen diese Bühne aus, wir dekorieren das alles, wir suchen die Schauspieler aus, auch die Kostüme, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Und so sollten wir lernen, unseren Tag gestalten. Nicht zu viel nachdenken über Vergangenheit, auch nicht viel nachdenken über die Zukunft, sondern den Tag leben. Weil das, was wir beherrschen, und wir sind immer dort, wo unsere Füße steht, und das ist immer die Gegenwart. Und hier hat er Schütze. Schütze hat einen Bezug zum Reisen, zum Ausland und auch Sportbewegung. Das kann dazu führen, dass dort er seine Lebensfreude findet. Über Schütze herrscht Jupiter und Jupiter neigt dazu, etwas vergrößern. Und bei Schütze entsteht immer das Gefühl, oh, da muss etwas noch Besseres da sein. Das ist diese ewige Suche und auch die Neigung, das in die Ferne zu suchen. Und dadurch verliert die Schütze die Orientierung. Und das ist Feuerelement, also leicht begeistert von etwas. Und die Schütze braucht aber die Orientierung. Und dieser Pfeil zeigt das auch. Weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Wenn hier der Wunsch und die Feuerelement, diese Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas, wenn das hier trifft, dann haben wir Ziele und Orientierung. Und das aber spielerisch gestalten. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Pflichten und Arbeit und Gesundheit. Und Arbeit und Gesundheit hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hat er Steinbock. Steinbock ist streng, sehr streng und das im Arbeit, das im Alltag, besonders in ersten Lebenshälfte, im jungen Jahren, jetzt gerade, sehr, sehr streng. Zum Glück wirkt Steinbock im zweiten Lebenshälfte anders. Man wird ernst genommen, hat Ziele, auch Geduld, Ausdauer, diese Ziele zu erreichen. Das sind hohe Ziele und hohe Ideale. Und das bedeutet, er wird beruflich sehr viel erreichen, aber in jungen Jahren ist das noch eine Herausforderung. Zurück zum Aszendent. Das bedeutet, in dem Moment, wo er die erste Atemzug geholt hat, ist die Löwe in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang.
Und im selben Moment ist Wassermann in Westhorizont untergegangen, wie ein Sonnenuntergang. Das ist sein Deszendent. Aber in dem Moment der Geburt sind sie noch gegenüber und in dem Moment schaut man in diese Richtung und ist hier ein Spiegel. Und hier spiegelt sich die Seelenpartner, Seelenpartnerin, bei ihm die Seelenpartnerin. Und die Kinder, die Neugeborenen sehen das auch. Und die Kinder haben noch bis etwa dritte Lebensjahr Erinnerungen. Später nicht mehr, weil das alles geht nach unten wie ein Sonnenuntergang. Und der untere Teil, das Horoskop, ist das Unbewusste. Und der obere Teil ist das Bewusste. Es ist alles im Unbewussten dann. Und hier ist ein Tor. Jeder Lebensbereich hat ein Tor. Und dieser Tor öffnet sich mit Wassermann. Und mit dieser Energie kann er sich öffnen zum Liebe-Partnerschaft. Wassermann gehört zum Luftelement, also mit Leichtigkeit. Wassermann hat einen Weitblick. Der Sternbild Adler steht in einer engen Verbindung zum Wassermann. Man könnte sagen, Wassermann hat einen Adlerblick. Und denkt an Zeit voraus, ahnt er auch etwas. Außerdem, die Wassermann fühlt sich anderes als andere Menschen. Die Wassermann, auch Wassermann-Geborenen, fühlen sie sich einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und wenn er dieses Gefühl hat, er ist einzigartig, außergewöhnlich, befreit sich von Ängsten, spürt diese Luftelement und hat so den Weitblick, wo er sich so ausdehnen kann und hat einen gewissen Freiraum, das öffnet sich den Tor zum einen glücklichen Partnerschaft. Möglich ist auch, dass die Partnerin ist einzigartig, außergewöhnlich und außergewöhnliche Art und Weise begegnen sie sich. Achter Lebensbereich ist der Tod. Bedeutet natürlich auch Todesfälle und Erbschaften. Hängt auch noch zusammen mit Finanzen, aber hier ist nicht das Einkommen gemeint, sondern die Investitionen oder Ämter, was mit Geld zu tun hat, wie Finanzamt oder Versicherungen oder solche Ämter. Und bedeutet dieser achte Lebensbereich, der Tod als Symbol, etwas muss absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das sind die Prozesse, das Loslassen. Ich erkläre das immer wieder so. Wenn wir geboren sind, haben wir karmische Erinnerungen. Das beschreibe ich symbolisch wie einen Rucksack. Wir haben diesen Rucksack, da ist was drin. Und dann beginnt unser Leben und kommen neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, andere Gefühle, Begegnungen. Dieser Rucksack füllt sich. Irgendwann wird das zu schwer. Dann haben wir aber einen schweren Lebensweg, weil das bedrückt uns. Manche bekommen sogar Rückenschmerzen. Und dieser achte Lebensbereich sagt, Stopp, Pause. Überlegen, was ist in diesem Rucksack drin. Aufschreiben. Welche Glaubenssätze stärken uns? Wie zum Beispiel, ich bin wertvoll. Und welche Glaubenssätze schwächen uns? Wie zum Beispiel, ich habe das nicht verdient. Dann überlegen, welche Gewohnheiten haben wir, was uns unterstützt. Weil wir fleißig sind, Frühaufsteher zum Beispiel, das bewahren. Oder welche Gewohnheiten möchten wir verabschieden, das auch aufschreiben. Dann überlegen, welche Gegenstände brauchen wir, welche Gegenstände brauchen wir nicht, da auch verabschieden. Dann überprüfen die Kontakte. Mit welchen Menschen möchten wir Freundschaften pflegen, weil das wertvoll ist? Und welche Kontakte stören uns, weil das raubt Zeit, Energie und wir trauen nicht, Nein zu sagen? Dann lieber davon befreien, verabschieden
Und jetzt kommen noch die Gefühle, negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen, übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Hingabe, Liebe. Und das bedeutet hier diesen achten Lebensbereich aufräumen in diesem Rucksack. Der Vorteil ist, wird alles viel leichter und viel einfacher und wir haben Platz für etwas Neues. Hier hat er die Tierkreiszeichen Fischen. Und das hat mit Gefühlen was zu tun, weil das ist Wasserelement. Die Gefühle transformieren. Fischen symbolisieren die Ozean, die Gefühle. Und hier schwimmen zwei Fische. Und sie sind unterschiedlich. Der eine Fisch hat ständig Angst und Selbstmitleid und zweifelt an allem und zweifelt an sich selbst. Und das blockiert. Der andere Fisch hat einen Traum, eine Vision, eine Vorstellung und davon ist überzeugt, ja, das trifft auch ein, weil vertraut das Fluss des Lebens. Das ist der Unterschied und das ist hier die Transformation, die Gefühle, das in eine Richtung schwimmen, das ist das Vertrauen und eine Vision zu haben und Ängste loslassen natürlich auch, bleiben in diesem Glauben und diesem Vertrauen. Neunter Lebensbereich ist hier, das ist Reisen. Entweder Ausland, zum Beispiel Urlaub, Auslandskontakte, Verbindung zum Ausland oder innere Reise. Und das kann auch eine religiöse Richtung sein oder spirituellen Weg, wobei das hängt auch zusammen, weil wir sind spirituell, wenn wir an Gott glauben. Hier hat er Widder. Widder ist Feuerelement. Das ist schon die Begeisterung. Er ist begeistert von Ausland. Er ist begeistert auch von Reisen. Ist auch eine gewisse Neugier da, das ist abenteuerlustig. Und das kann dazu führen, dass er wichtige Lebenserfahrungen macht im Ausland. Wenn es um innere Reise geht, in einer spirituellen Richtung, vermittelt die wieder auch etwas. In diesem Tierkreiszeichen ist ein Zauberwald. Und dieser Zauberwald wird von einer Drache behütet. Und dieser Drache symbolisiert die Angst. Und erstmal müssen wir diese Angst überwinden. Und dann dürfen wir in diesen Wald eintreten, so wie die Argonauten das gemacht haben. Die Argonauten haben diese Drache besiegt. Und sind in diesem Zauberwald und haben das goldene Fell der Widder geholt. Und diesem goldenen Fell der Widder symbolisiert unserem Energiefeld. Weil wir Menschen haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Man nennt das auch Aura. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Natürlich ändert sich das je nach Gedanken oder Stimmung, aber immer darauf achten, immer positiv denken und angstfrei leben. Dann dehnt sich das aus, dann strahlt wie die Sonne und das ist Gold. Gold als Edelmetall steht in Verbindung zum Sonne, ist auch die Selbstfindung. Sonne symbolisiert auch das Selbst. Und das braucht er auch, weil er hat Löwe Aszendent und hier herrscht die Sonne. Steht auch mit Vater in Verbindung, weil Sonne symbolisiert auch der Vater. Also es ist wichtig, diese innere Reise, dass er angstfrei ist, dass er auf seine Ausstrahlung achtet. Und diese Ausstrahlung hat eine wichtige Funktion, weil das ist die Anziehungskraft. So wie die Sonne hat auch diese Anziehungskraft, die Gravitation. Das hält die Planeten an ihren Bahnen.
Und wir haben auch diese Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen, und das besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Also alles, was wir ausstrahlen, genau das passiert auch. Und hier lernt er, das ist sein spirituellen Weg, seine inneren Reise. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopen zum Vergleich zum einem Baum. Hier ist die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Zielerreichung, Öffentlichkeit und Berufung. Hier hat er Stier. Stier hat in Bezug zum Besitz und auch Finanzen, auch Immobilien, aber auch Grundstück gehört auch zu diesem Bereich, hat mit Erdeelement was zu tun. Und das wäre eine Richtung, was er beruflich leben kann, wenn das um Finanzen, Besitz, Immobilien geht. Bedeutet Stier auch die Ruhe, die Gemütlichkeit, eventuell Gastronomie und Selbstständigkeit ist auch möglich bei diesem Stierenergie. Elften Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften, und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Hier im elften Lebensbereich sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Hier hat er die Zwillinge. Wenn das um die Wünsche geht, dann braucht er ein höheres Bewusstsein. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte, was erklärt uns auch, was bedeutet überhaupt diese Zeichen der Zwillinge. Es gab eine Königin Leda, war eine schöne Frau, und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte Leda und verführte sie, und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger, und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte: Ja, ich will auch sterben, ich kann doch nicht meinen Halbbruder alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen, ich kann ihn auch nicht alleine lassen und alleine sein. Und Zeus hat gesagt: Nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen in den Himmel gesetzt, hat unsterblich gemacht. Und die beiden sind miteinander verbunden. Hier in Freundschaften bedeutet natürlich auch viele Freunde, und es sind Verbindungen da. Das hält diese Verbindung sogar bis sein Lebensende. Was drückt das alles aus? Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Die Seele ist unsterblich, und genau das symbolisiert Pollux. Und wenn das unsterblich ist, warum? Weil das ist ein Teil von göttlichen Schöpfung. Und das, was in unserem Inneren ist, diese göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Wenn wir sterben, dann verlässt unsere Seele Materie, verlässt die Erde, verlässt unseren Körper. Die Seele hat aber die volle Bewusstsein, und die Seele hat auch die Erinnerungen, und die Seele kehrt zurück zum Gott. Und ich kann es sinngemäß so vorstellen,
dass Gott fragt den Seele, ja, wie war das auf die Erde? Und die Seele sagt entweder, ja, das war wundervoll, ich war so glücklich, ich fühle mich so befreit. Dann heißt, die Seele hat sich befreit von Karma. Natürlich kommt die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, aber hier diesmal bei dieser Geschichte handelt es sich um die Seelenreise. Wenn aber die Seele sagt, oh, wenn ich jetzt zurückdenke, stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt, dann sagt Gott, gut, dann gehe zurück und mach das besser. Und die Seele macht eine Reise, eine Seelenreise. Und das ist wie ein Rad. Wir sind in diesem Rad, in diesem Schicksalsrad drin. Und die Seele sucht einen Weg, ein Schicksalsweg. Genau das, was die Seele braucht. Und dieses Schicksal hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und das symbolisiert Castor. Aber wir sind mit unserer Seele verbunden. Und wenn wir das verspüren oder meditieren und haben einen Bezug zu unserer Seele und wir kümmern um unsere Seele, dann entdecken wir etwas Wertvolles. Das ist unsere Intuition. Und wir entdecken diese Göttliche in uns. Wir fühlen diese göttliche Energie. Wir sind mit Gott, mit der ganzen Schöpfung verbunden. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und alles, alles, was im Geheimen passiert, auch die geheimen Feinde. Und hier hat er Krebs. Und das bedeutet, wenn er Kraft braucht, er findet in seinem Inneren, das zeigt Skorpion, aber auch die Krebs. Und damit, dass er verspürt diese inneren Kraft, auch die Überzeugungskraft von sich selbst, überzeugt zu sein, braucht die Ruhe. Immer wieder mal alleine sein, braucht diesen Rückzug. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier befindet sich sein Selbstfindung, sein Selbstdarstellung. Mond hat einen Einfluss auf seinen Gefühlen. Das ist das Unbewusste. Steht auch mit Mutter in Verbindung, weil Sonne symbolisiert der Vater und Mond symbolisiert die Mutter. Mond befindet sich im Steinbock. Das kann bedeuten eine gewisse Strenge, aber da braucht er oder sucht er die Halt, die Sicherheit und die Stabilität. Und das kann ich astromedizinisch hier erklären. Über Steinbock herrscht Saturn. Und in diesem Bereich hat er auch Gesundheitsthemen auch. Also hier wird von Saturn beherrscht. Astromedizinisch bedeutet Saturn unserem Knochen, unserem Skelett. Und das gibt Halt in unserem Körper. Saturn steht astromedizinisch auch zu unserem Haut. Und Haut schützt von Einflüssen von außen, hat eine Schutzfunktion. Haut grenzt auch ab von äußeren Einflüssen, also zeigt auch eine gewisse Abgrenzung. Haut bringt unseren Körper in Form. Saturn steht astromedizinisch in Zusammenhang mit unseren Zähnen. Und das hat auch eine Bedeutung, uns durchbeißen im Leben. Und das sind die wichtigen Eigenschaften von Saturn.
ein Halt zu bekommen im Leben, dass wir etwas in Form bringen, dass wir uns schützen von äußeren Einflüssen und dass wir uns durchbeißen im Leben. Und das, was er hier lernt, auch im Alltag bei diesem Steinbock-Energie, und das steht mit dem Mutterbild in Verbindung. Und das hat einen Einfluss auf seinen Gefühlszustand, weil Mond symbolisiert auch seinen Gefühlen. Er braucht dieses Gefühl im Leben, Halt, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Wenn das nicht da ist und verliert diese Halt oder hat Ängste, dann leidet auch die Gesundheit. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, und mit Mars-Energie können wir uns behaupten. Es ist eine männliche Energie und zeigt ihm als Mann, und Mars ist im Wassermann. Und das im Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Das wird ihm sehr wichtig sein, die Partnerschaft. Und da lebt auch seine Männlichkeit. Und Wassermann, er braucht dieses Gefühl als Mann, einzigartig zu sein, außergewöhnlich. Und ist er auch. Merkur zeigt die Jugend. Merkur steht in Verbindung zum Kinder und Jugend, also symbolisiert auch diesem Alter. Merkur bedeutet auch das praktische Wissen. Merkur handelt und zeigt auch, wie handeln wir im Leben, und steht auch in Verbindung zum Schulungen, aber auch zum Kommunikation. Merkur hat er in Fischen. Und Merkur ist bei ihm rückläufig, und hier hat er karmische Themen. Oder die Erinnerungen an früheren Leben, und das ist ein tiefes Wissen. Jupiter ist die höhere Oktave von Merkur. Merkur ist das praktische Wissen, Jupiter ist die höhere Bildung. Und Weisheit, ich würde das mal so beschreiben, Jupiter zeigt diese Weisheit. Jupiter ist bei ihm auch rückläufig, hier hat er auch karmische Erinnerungen. Er hat sehr viel intuitives Wissen. Jupiter ist im Löwe. Jupiter ist der große Glücksplanet, also dieser Glück begleitet ihn von Geburt bis zum Lebensende und zeigt diese optimistische Haltung. Jupiter ist rückläufig, das heißt, hier hat er karmische Themen. Was lernt er hier im Löwe? Das ist seine Selbstdarstellung, dass er in dem Mittelpunkt steht. Er steht im Mittelpunkt in seinem Leben. Venus ist der Planet der Liebe und zeigt Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie. Steht auch in Verbindung zum Selbstständigkeit. Natürlich auch zum Frau. Welcher Typ von Frau spricht ihn an? Venus ist im Wassermann. Also die Dame soll einzigartig, außergewöhnlich sein. Und ein gewisser Freiraum braucht beide, Mars, Venus, beide im Wassermann. Also er braucht in die Beziehung auch einen gewissen Freiraum, Unabhängigkeit. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn hütet den Karma. Und auch der große Lehrmeister. Was belehrt Saturn? Saturn ist im Steinbock. Und hier hat er die Lernaufgabe, und du als Mutter spiegelst ihm das auch. Ein gewisser Strenge ist dabei, aber er braucht das auch. Saturn fühlt sich sehr wohl im Steinbock,
weil Saturn herrscht über Steinbock, also kann sich hier gut entfalten. Ja, was muss er lernen? Steinbock ist Erde-Element, das ist das Praktische. Auch das Bodenständige, das braucht er, diese Bodenständigkeit. Steinbock ist ein Stück Paradies, ein Stück paradiesische Erde. Saturn herrscht nämlich im goldenen Zeitalter. Und das waren noch die paradiesischen Zustände und die Steinbock bewahrt von diesem Paradies etwas. Und wie leben wir dieses Paradies auf die Erde? Wenn wir unsere Ziele erreichen, genau das zeigt Steinbock, Ziele setzen, hohe Ziele, hohe Ideale. Und die Steinbock hat die Geduld und hat die Ausdauer, diesen Weg zu folgen, egal wie schwierig dieser Weg ist. Steinbock gibt nicht auf. Und das ist seine Lernaufgabe. Und wenn er seine Ziele erreicht hat, dann ist er glücklich, weil dann hat das im Besitz ein Stück Paradies. Auch beruflich, auch finanziell, auch familiär, auch bei Freundschaften, auch in die Liebe, Partnerschaft. Ziele setzen und es nicht aufgeben, weil das ist die Fokus. Das ist die Konzentration. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, sorgt für ungewöhnliche Ereignisse. Oft kommt es plötzlich unerwartet. Uranus ist hier im Schütze. Und das zeigt, wie außergewöhnlich ist. Uranus ist nämlich diese Energie einzigartig, außergewöhnlich als Kind. Das kann auch bedeuten, dass seine Kinder oder seine Enkelkinder werden außergewöhnlich sein. Aber zeigt auch seine Kreativität. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume, unsere Visionen. Und Neptun belehrt uns, unsere Träume verwirklichen. Und das heißt nicht, dass wir Traumschlösser bauen sollen und die Realität nicht sehen, sondern eine Vorstellung. Wir brauchen Vorstellung von etwas, was wir erreichen wollen. Und wenn wir daran glauben, dann versetzt unserem Glauben Berge. Und das wird Realität. Und das zeigt Neptun. Neptun ist der Planet der Künstler. Und Neptun ist auch hier im Schütze. Entweder hat er diese künstlerische Begabung oder seine Kinder werden so begabt und außergewöhnlich. Pluto zeigt die inneren Kraft, auch die Überzeugungskraft. Und Pluto hat er im Waage, ist rückläufig, hat er auch karmische Themen. Und diese Pluto-Energie zeigt, in Schule des Lebens, wenn er von sich überzeugt ist und vertraut in dieser inneren Kraft, dann kann er sich behaupten, auch beruflich, gegen Konkurrenten. Pluto herrscht über Skorpion und hat eine Verbindung zum Skorpion-Energie und das ist diese inneren Macht, alles oder nichts, alles auf eins setzen. Unserem Planet Erde bewegt es sich in dem Moment, wo er geboren ist, im Jungfrau. Und hier manifestiert sich etwas. Und das ist seine Einstellung zum Werten. Dann hat das mit Besitz etwas zu tun und dann sein Selbstwertgefühl. Im Himmel gibt ein ganz großes Sternbild,
Und dieses Sternbild heißt Drache. Es gibt natürlich mehrere Sternbilder, aber es gibt auch eine Drache. Und Drache als Motiv kommt immer wieder vor in Mythologie. Und wir müssen immer siegen über diese Drache, das symbolisiert unseren Ängsten. Und im Horoskop gibt es auch eine Drache. Aber diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur den Körper ohne Kopf. Und dieser Körper symbolisiert die Vergangenheit. All das, was wir erlebt haben in früheren Leben. Und das heißt, in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das ist vertraut. Natürlich gibt es sehr viele Schätze dabei. Talente, Fähigkeiten, schöne Erinnerung. Und dieser Drachenkörper heißt absteigende Mondknoten oder Ketu. Und diese Ketu hat er in Zwillingen. Mit Freundschaften, Bekanntschaften oder gesellig zu sein, aktiv zu sein bei Gruppen, das kennt er schon. Auch die Zwillingsenergie, die Leichtigkeit, das Spielerische, das ist ihm bekannt, auch die Luftelement. So frei zu fühlen, einen gewissen Freiraum zu haben, das ist ihm vertraut. Dieser Drache hat einen Kopf und dieser Kopf wurde abgeschnitten und unsere Seele kennt das nicht. Und unsere Seele braucht diesen Weg zu gehen, weil genau das, was befreit. Und die Seele sucht das. Ich könnte sagen, die Seele fragt, wo ist denn dieser Kopf der Drache? Und das ist diese Suche. Dieser Drachenkopf heißt aufsteigende Mondknoten oder Rahu. Das hat er hier im Schütze. Das, was er braucht, entweder ist es Sport, Bewegung, dann auch Ziele setzen. Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und das sind unsere Wünsche. Und da braucht man die Orientierung, dann auch die Feuerelement, mutig zu sein, das auch verwirklichen. Und auch Thema Kinder wird ihm auch sehr wichtig, auch seine Kreativität, diese Lebensbühne, Leben, spielerisch etwas in Form zu bringen, gestalten, das kann auch seine künstlerische Begabung sein. Es gibt einen kleinen Planet zwischen Saturn und Uranus. Dieser Kleinplanet heißt Chiron oder Chiron und das ist immer in westlichen Astrologie sehr betont. In indischen Astrologie arbeitet man nicht mit diesem Kleinplanet, aber ich habe einen Bezug zum Chiron und das möchte ich auch erwähnen. Chiron zeigt immer das, was uns wehtut, wo wir Heilung brauchen. Und das hat er hier im Krebs. Das kann familiären Themen sein. Möglich ist auch, dass er erlebt hat in früheren Leben, weil die 12. Lebensbereich hat auch mit Vergangenheit was zu tun. All das, was er in früheren Leben erlebt hat, das sind auch karmischen Themen auch. Und Chiron zeigt nicht nur das, wo weh tut, sondern zeigt auch die Heilung. Die Heilung und er hat bei allem Lebenssituation, was ihn kränkt. Es muss nicht Krankheiten sein, sondern was ihn so kränkt und frustriert. Dann ist es wichtig, die Rückzug, Nachdenklichkeit abwarten, die Ruhe bewahren. Das ist für ihn schon Heilung. Möglich ist auch,
dass er diese heilerische Fähigkeiten hat. Und die 12. Lebensbereich sind auch die Ursache, die Erkrankungen und das im Wasserelement. Und das ist schon die psychische Bereich, die Tiefpsychologie, die Richtung. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und das betrachten wir auch. Sein Aszendent ist Löwe und dieses Mondhaus heißt Purvapalguna und das bedeutet, es war schon etwas da in früheren Leben. Also er ist geboren mit diesen Erinnerungen und das, was früher er gesehen hat, das wird er in diesem Leben ernten. Und das ist was Gutes, was Positives. Und er bekommt dafür die Lob, die Anerkennung und das soll er vertrauen. Aber es braucht Zeit, die Reife, die Wachstum bis zum Vollendung. Das heißt, er braucht eine gewisse Geduld. Sonne befindet sich in Fischen hier. Dieses Mondhaus heißt Uttarapadra. Und das heißt, reinigen die Gedanken und Gefühle und nehmen und geben soll im Gleichgewicht sein. Nicht nur die Sonne steht in diesem Mondhaus, sondern Merkur aber auch. Mond befindet sich im Steinbock hier und dieser Mondhaus heißt Tanishta. Und bedeutet Grenzgebiet und es ist die Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Wassermann symbolisiert die Gedanken, die Ideen und Steinbock die Realität. Und hier ist eine Mischung bei diesem Mondhaus, all das, was er so vorhat, seine Ideen, soll er in Tat umsetzen und das auch benennen, das auch benennen, was ist das genau? Er muss das definieren. Nomen est omen. Mars befindet sich im Wassermann hier. Das ist sein männlichen Energie, er als Mann. Dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Ängste oder 100 Glück. Tatsächlich im Himmel sind in diesem Bereich ganz viele Glückssterne. Aber Angst blockiert. Wenn er seine Angst überwindet, ist das Glück da. Besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Jupiter zeigt seine inneren Größe, ist auch die Weisheit und große Glück. Jupiter hier im Löwe befindet sich im Mondhaus Makha und dieses Mondhaus wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein königlicher Stern. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Und Jupiter ist rückläufig und das kann bedeuten bei ihm, dass er in früheren Leben in einer königlichen Umgebung aufgewachsen ist oder war ein König. Regulus ist das Herz der Löwen und aktiviert natürlich Herz, Herzensangelegenheit. Und für mich ist Herz ein Schatztruhe. Und wenn er diese Schatztruhe öffnet, dann ist alles drin, was er liebt. Hobby, Berufung, Familie, Reisen, Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung, Freundschaften oder Liebe, Partnerschaft. All das sollte er lebendig machen. Venus befindet sich im Wassermann und dieses Mondhaus heißt Purvapadra und wird von Pegasus bestrahlt. Dazu erzähle ich sofort die Geschichte. Dieser Pegasus wirkt nicht unbedingt auf ihm direkt,
weil hier ist die Venus-Energie, sondern zeigt die Begegnung zu seiner Partnerin und die Partnerin hat diese Energie in sich. Und dazu erzähle ich die Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Man kann das ganz leicht erkennen. Das ist ein W, Buchstabe W, das ist sichtbar im Himmel. Dieses Sternbild ist Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und Poseidon hat den Seeungeheuer, ein Walfisch, in diesem Königreich geschickt, die prahlenden Königinnen zu bestrafen. Dieser Walfisch kam an im Königreich, hat aber nicht das gemacht, was Poseidon gesagt hat, sondern er nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. In der Nähe war Medusa. Medusa ist die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst und ist wie Stein, so unbeweglich. Andromeda hat auch Angst gehabt, bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda von diesem Fessel und tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren von dem Mutterleib, das war Medusa. Von Medusas Leib wurde Pegasus geboren, ein weißes Pferd mit Flügel und dieses Pferd könnte auch fliegen. Das ist die Geschichte dazu. Und diese Geschichte beschreibt die Partnerin. Die Partnerin hat Angst. Oder eine starke Mutterbindung. Oder fühlt sich gefangen oder unterdrückt. Und er spielt die Rolle Perseus, befreit dieses Mädchen, befreit Andromeda. Saturn ist hier im Steinbock, der große Lehrmeister. Und dieser Mondhaus heißt Shravana, steht mit Adler in Verbindung. Das ist auch die Weitblick, frei zu sein, befreit von allem, was bedrückt. Und dieser Mondhaus bedeutet auch zuhören. Zuhören an die inneren Stimme, Intuition. Uranus und Neptun, beide stehen hier in Verbindung im Schütze und beide im selben Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Purvapadra und das bedeutet seine Wünsche leben. Wenn er nicht danach handelt, dann unerfüllten Wünschen führt dazu, dass er unzufrieden ist im Leben. Pluto, hier im Waage, befindet sich im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und bedeutet das innere Feuer. Das ist wie einen inneren Tempel. Das heißt, wir Menschen haben eine Seele und das wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir meditieren, dann haben wir die Verbindung zu unserer Seele. Wir haben dann die Verbindung zu unserem inneren Stimme, unserer Intuition. Und unserem Inneren so zu gestalten wie einen inneren Tempel, da braucht man auch die Feuerenergie. Das ist die Begeisterung, die Herzenswärme und diese Feuer soll brennen. Das ist dann wie eine innere Kraft, die Begeisterung. Und das zeigt diese Feuergöttin hier im Waage.
Und das ist die Schule des Lebens, so sein Leben zu gestalten mit einer Begeisterung. Keto, die absteigende Mondknoten, hier in den Zwillingen, das ist Vergangenheit, in diesem Weg ist er schon gegangen. Dieser Mondhaus heißt Artra und das heißt die lebendige Frische. Er hat immer diese jugendliche Ausstrahlung, ist immer lebendig, ist auch neugierig, hat immer wieder Kontakte. Aber er sollte auch mal zur Ruhe kommen und orientieren, konzentriert sein in sein Leben, weil das, was er hier auch lernt, auch Saturn im Steinbock und hier bei Schütze die Orientierung. Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich im Mondhaus Mula und das ist die Zentrum. Das ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Sein Wunsch ist die Zentrum, das ist die Fokus und das ist die Priorität A. Es gibt Verbindungen im Horoskop. Mond steht in einer guten Verbindung zum Uranus. Das heißt, er liebt auch Veränderung im Leben, er hat auch keine Angst vor Veränderungen und bedeutet auch außergewöhnliche Verbindung zur Mutter. Venus steht auch sehr gut zum Uranus, eine außergewöhnliche Frau. Vielleicht hat sogar Ähnlichkeit mit dir, diese zukünftige Partnerin. Jupiter steht eine schöne Verbindung zu beiden Mondknoten. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Wenn nicht dieses Leben, dann im nächsten Leben. Jupiter sorgt für diese göttliche Gerechtigkeit. Und Jupiter bestrahlt beide Mondknoten vorteilhaft. Das heißt, er hat ein sehr gutes Karma. Hier in die Mitte ist noch ein Bild und das steht mit der tibetischen Astrologie in Verbindung. Und hier in den oberen Bereich ist die Energie, was er nach außen präsentiert, die Umwelt. Und das heißt, die 9, die Zahl 9, auch die römische Zahl 9, symbolisiert, er stoßt immer wieder auf Widerstand. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, ihn klein zu halten, einschränken oder legen Stein im Weg. Und da muss er das klären, bereinigen und auch Kraft und Mut zu haben, sich behaupten. Sein Wesen zeigt dieses Bild. Ich finde zwar diese Zeichnungen nicht besonders schön, aber ich betrachte die Symbole in diesen Karten. Und das bedeutet, er ist sehr intelligent, wachsam, originell, künstlerisch begabt. Er braucht klare Ziele. Und er soll darauf achten, dass er nicht über seine Verhältnisse lebt. Dieser Zweig zeigt die Fundament, die Basis. Und das ist hier die Holzelement und Erdeelement. Und das bedeutet eine feste Boden unter seinen Füßen, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Sein Glückszahl ist die Zahl 5. Im Holzelement und das bedeutet, wenn er etwas beendet hat, wenn er etwas zum krönenden Abschluss gebracht hat, dann nicht ausruhen, sondern neu orientieren, Ziele setzen, aktiv sein und konzentriert noch etwas Neues, also weitermachen. Die Fokus ist die Zahl 8 im Metallelement. Er erlebt immer wieder Höhen und Tiefen und das bedeutet manchmal auch innere Unsicherheit. Und das sollte er klären, bereinigen. Das ist hier die Metallelement und die Metallelement bedeutet Klärung, klärende Gespräche zu führen oder
die klaren Kopf bewahren oder klare Entscheidungen treffen. Sein Schicksalszahl ist 2 im Luftelement und das ist ein Hinweis auf eine glückliche Partnerschaft. Liebe Vasilia, so könnte ich dieses Horoskop deuten. Ich bedanke mich für deine Treue, auch für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Einen schönen Gruß an deinen Sohn. Ich wünsche euch beide alles Gute und alles Liebe.